Denn wie werden gerettete, wiedergeborene Christen, wie werden sie auch bezeichnet? Als Auserwählte. Wir sind Auserwählt. Warum? Denn über Jesus heißt es auch, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und wenn wir eben an Jesus Christus glauben, dann werden wir zu Abrahams Same gezählt und dann sind wir genauso wie Jesus Christus eben auserwählt. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Vorsehung Gottes. Gott wusste im Voraus, wer an Jesus Christus glauben würde. Und Gott hat im Voraus die Entscheidung getroffen, hat die Auswahl getroffen, dass eben alle, die an Jesus Christus glauben würden, auch gerettet werden. Deshalb werden wir als auserwählt bezeichnet. Weil Gott eben die Auswahl getroffen hat, dass alle, die an Jesus Christus glauben würden, gerettet werden. Jeder hat die Chance, gerettet zu werden. Viele sind berufen. Ja. Viele Leute haben das Evangelium gehört, aber so oder so, jeder Mensch hat die Chance, gerettet zu werden. Aber das Problem ist natürlich, dass die meisten Leute nicht nach der Wahrheit suchen, nicht auf sich interessieren für die Wahrheit. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Aber Gott hat eben die Entscheidung getroffen, ja, alle, die ihre Hoffnung, ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, die werden definitiv gerettet. Deswegen werden wir als Auserwählt bezeichnet.